auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Harris, so wie ich euch kenne, werdet ihr euch sicherlich einiges mehr heute vorgenommen haben. Ja, selbstverständlich. Also wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, heute eine bessere Leistung abzuliefern, als wir es gemacht haben. Dass es ein schweres Spiel wird, das wussten wir. Wir wussten auch, dass wir auf einen Gegner treffen, der sehr robust und zweikampfstark ist und auch letztendlich den Erfolg für ihren Fußball aus diesen Zweikämpfen zieht. Wir haben diese Zweikämpfe heute einfach nicht gut bestritten. Wir haben gefühlt von 40 Zweikämpfen 35 verloren und somit kannst du hier kein Spiel gewinnen. Die erste Halbzeit war noch in Ordnung, da hatten wir einen besseren Zugriff zum Spiel, konnten spielerisch meiner Meinung nach überzeugen. Aber in der zweiten Halbzeit, spätestens nach dem 2-0, war unser Willen gebrochen und da habe ich auch nicht mehr gespürt, dass wir in dieses Spiel heute zurückkommen. Ja, so wie ich den TSV Reichenbach kenne, will man oben mitspielen und in die Verbandsliga zurück. Jetzt sieht es momentan nicht so danach aus. Was denkst du, kann man dieses Ziel wieder anpeilen oder sind jetzt gerade andere Aufgaben im Vordergrund? Ich denke, wir tun gut daran, uns von diesem Gedanken aktuell zu verabschieden, weil wir arbeiten aktuell mit ein bisschen schwierigen Rahmenbedingungen. Wir haben unfassbar viele verletzte Spieler. Spieler, die erst jetzt aus der Verletzung zurückkommen. Und aktuell können wir definitiv nicht den Anspruch gerecht werden, oben mitzuspielen. Dafür sind Mannschaften aktuell deutlich stärker als wir, weil wir einfach auch aktuell nicht die Möglichkeiten haben, auf das Spiel auch Einfluss zu nehmen, sei es von der Bank, sei es vom Spielerischen. Wir haben mit Tim Kappler einen Ausfall, jetzt wieder der Schlüsselspieler bei uns ist für unser Spiel. Daniel Bär, heute berufsbedingt, musste kurzfristig absagen. Tim Fischböck ist mit einem Leistenbruch oder mit einem Sehnenabriss 4 Monate weg. Also unterm Strich muss man das realistisch betrachten. Wir müssen schauen, dass wir bis zur Winterpause unsere Punkte holen, uns nach unten ein bisschen Puffer verschaffen und über alles Weitere brauchen wir aktuell gar nicht zu diskutieren. Ja, wie will man das bewerkstelligen und ja, wo muss man sich jetzt verbessern, abgesehen davon, dass man hoffen kann, dass die Verletzten-Situation sich vielleicht bessert? Ja, in erster Linie braucht man jetzt nicht sich irgendwie dahinter zu verstecken, dass Spieler verletzt sind. Wir haben eine Mannschaft aktuell mit 12, 13 Mann besteht der Kader und die haben definitiv Qualität, um Spiele zu gewinnen. Und es gilt einfach, die Grundtugenden des Fußballs wieder an den Tag zu rufen. Nur so kann man aus so Situationen rauskommen. Wir haben letzte Woche gegen den ASV ein sehr gutes Spiel gezeigt. Und vielleicht war das für manche schon der nächste Schritt. Aber das sehe ich überhaupt nicht so, weil wir müssen Spiel für Spiel wieder unsere Leistung abrufen. Und dann haben wir auch die Chance, Spiele zu gewinnen. Ansonsten wird es schwierig. Die nächste Aufgabe vom Spiel her wartet auf euch daheim gegen Bretten. Was denkst du, was das für ein Spiel wird? Ach, das ist ein Spiel, was wir gewinnen müssen, ganz klar. Wir spielen zu Hause gegen einen Gegner, der in ähnlichen Tabellenregionen ist wie wir. Und da gilt es, alle Kräfte zu mobilisieren, ob 10, 12, 15 Mann. Wir spielen zu Hause und wollen dieses Spiel auch gewinnen und müssen es auch gewinnen. Harris, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.